Ja, Herr Stindl, wir haben uns hier im Niklot-Stadion getroffen. Das hat natürlich seinen Grund. Der 8. Firmenlauf soll starten am 14. September. Haben Sie denn zu Beginn damit gerechnet, dass sich das so großer Beliebtheit erfreuen wird und dass es eine 8. Auflage geben wird? Gehofft habe ich es. Ne? Also wir sind gestartet mit der Maßgabe, wir wollen eine Traditionsveranstaltung von Güstrow ja installieren oder ins Leben rufen. Dass es natürlich so optimal läuft, haben wir tatsächlich nicht geahnt. Umso mehr freuen wir uns, dass es jedes Jahr wieder stattfinden kann. Und was war das Ziel, also der Gedanke, der dahinter stand? Der Gedanke, der dahinter steht? Eigentlich die teambildenden Maßnahmen. Ne? Wir kämpfen alle um gute Mitarbeiter oder bewerben uns da draußen, ne? Mit einer Firmenphilosophie etc. pp. So, der zweite Aspekt war, ich habe damals die Firma Wosch gekauft und leider ist Herr Wolf in dem Jahr auch verstorben. Und wir haben überlegt, wie kann man in Güstrow bekannt machen, dass die Werbeagentur Wosch sich verändert hat. So. Und da kam dann der Firmenlauf eben auch mit zu Pass, dass das sozusagen parallel lief. Wenn wir mal auf das vergangene Jahr zurückschauen, wenn ich richtig gezählt habe, waren es ungefähr 70 Staffeln im vergangenen Jahr. Gab es irgendwas Besonderes, was Ihnen heute noch in Erinnerung ist? Ja, aus dem ersten Jahr muss ich immer wieder sagen, so die Gründungsveranstaltung, wir wollten nie was Besonderes, sondern die Firmen einladen, dass sie laufen. Und im ersten Jahr sind die Schornsteinfeger aus Bützow hier gewesen. So, alle sind in sportlichen Klamotten gelaufen. Das einzig Sportliche, was die Schornsteinfeger anhatten, waren die Laufschuhe. Ansonsten sind in ihre Klamotten gekommen und die hatten das erste Mal auch einen Staffelstab dabei, sprich ihre Leiter. So, da ziehe ich heute noch meinen Hut vor. Und dramatisch war es, auf der letzten Runde wurde ich von dem Herrn Schornsteinfeger auch noch eingeholt. Die Schmach konnte ich nie wieder gerade biegen. Das ist wirklich bitter. Wie wird denn in diesem Jahr der Ablauf sein? Gibt es irgendwelche Neuerungen? Also worauf dürfen sich die Läufer einstellen? Keine Neuerung in dem Sinne vom Laufen her. Jeder, der schon mal hier war, weiß, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, also wir starten hier im Niklot-Stadion. Unser Gastgeber hier muss immer wieder ein Dankeschön in die Richtung schicken, dass wir die Sportanlage hier nutzen dürfen. So, sprich nach der Stadionrunde geht es raus in den Stadtwald und hier wieder zurück. Und hier findet dann am Ende auch die Siegerehrung statt. Und wo können sich Interessierte denn anmelden? Wir haben unsere Homepage geschaltet. So, da kann sich jeder jederzeit anmelden, beziehungsweise dann letztendlich am Veranstaltungstag bis Stunde vor dem Start kann man sich auch hier dann ganz persönlich anmelden. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie können aus gesundheitlichen Gründen diesmal leider nicht starten, wahrscheinlich. Aber was wünschen Sie sich denn für diesen 8. Firmenlauf? Ja, Wünsche dürfen wir äußern, genau. Nein, ich wünsche mir auch wieder, dass die Veranstaltung genauso wie die letzten Jahre in der Atmosphäre stattfindet, wie wir sie kennen, weil das macht letztendlich den Firmenlauf aus. Wir können es nur organisieren und die Mannschaften bringen letztendlich das Flair, die Atmosphäre, die Sportbegeisterung mit. Und das wünsche ich mir, dass das auch so erhalten bleibt. Und natürlich der besten Mannschaft den Sieg. Ja, vielen Dank für das Gerne. Interview und Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich noch verraten, auch Güstrow TV wird mit einem Team starten, aber nicht mit mir.